Also ich denke nicht, dass Düna hier was mit denen anfangen kann. Nein, kann sie noch nicht. Übrigens haben wir zwei Feuerpfeile vorhin bei dem anderen Kommando Kobold liegen gelassen. Ich möchte mich erst... nee, ich möchte mich erstmal außerhalb, weil hier ist eine Höhle umsehen. Und dann können wir ja da reingehen. Also auf die kleine Insel von dem See. Das sieht jedenfalls aus wie eine kleine Insel. Hier geht schon mal weit rum. Bis jetzt noch nichts. Oh. Grauschlick. In meiner Hand. Solches Zeug entsteht normalerweise, wenn viel Unrat rumliegt. Für die Gerechtigkeit. Wow. Und da wäre wohl ein Ausgang. Ja, das scheint es rauszugehen. Gut, wir haben einen Ausgang gefunden. Und Khalid hat ein Level up. Eine Stufe höher. Großes Schwert sind seine Hauptfähigkeiten. So. Jetzt kippt auch Khalid uns nicht mehr so leicht um. Und Khalid hatte ein Level up vor Imoen. Sehr schön. Sehr gut. Imoen ist ja schon längst Level 2, die wird bald Level 3. Was auch gut ist, weil sie hat nur 16 Lebenspunkte, das heißt, sie kommt nachher auf 24. Düna hier hätte ich gerne ein Level, aber die braucht noch über 800 Erfahrungspunkte. Jahira können wir eine ganze Weile warten, bis er wieder ein Level up hat. Minsk wäre dann nach Imoen an der Reihe. Sie braucht noch 300, ja fast 400, und Minsk braucht keine 400 mehr. Ja, sie brauchen dann beide ungefähr genau gleich viel, also haben sie vielleicht gleichzeitig den Levelaufstieg. Das ist übrigens bei moderneren Dungeons & Dragons Spielen schon wieder etwas anders. Also bei ab Icewind Dale 2, da brauchen alle Charaktere die gleiche Erfahrungspunkte. Und das ist ja nicht mehr klassenabhängig. So, gehen wir mal hier um die Höhle rum. Oh, cool. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mir. Stirb, cool. Oh, du hattest schön viel Gold dabei. Und hier hinten ist nichts. Das hier sieht zwar aus wie eine Nische, aber die ist zu klein, als dass wir uns da durchzwängen können. Ja, das ist ein Felsen in einer natürlichen Höhle. Beziehungsweise es sieht aus wie ein Felsen in einer natürlichen Höhle, aber der Felsen scheint ausgehöhlt zu sein. Es ist eine Höhle in einer Höhle. Tolle Ironie. Die Höhle in der Höhle. So, rein da. Gut. Nichts leichter als das. Kobold. Mehrere Kobolde. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Bad. Hier ist schon mal nur eine natürliche Höhle. Ich mache mal kurz einen Quicksave. Und das hier sieht aus wie ein Lager. Aber nicht von irgendeinem Troll oder so, sondern von einem Magier. Könnte das fast schon sein. Ah, noch ein Kobold. Kannst ruhig herkommen. Was? Beinahe unter meiner Würde? So. Imoen, versuch dich mal in den Schatten zu verstecken. Genau. Und da ist nur noch ein Kobold und ein Mann. Denn mit
dem wir reden können. Sieht so aus, als ob die Kobolde ihn da gefangen halten. So, locken wir den mal an. Ja, für die Gefallenen. Ich möchte nämlich nicht den Magier hier auf uns aufmerksam machen. Steht zu euren Diensten. Ich glaube, vorher will ich mich mal hochpushen. Was wollt ihr? So. Unter meiner Würde. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Mich kümmert's, wenn ich verschwinde jetzt. Ihr geht mal hier rüber. Minsk, du gibst uns Deckung. Hallo. Ihr seid sicherlich von Tatzok geschickt worden und meine nichtswürdigen Kobolde unterließen es wohl, euch aufzuhalten. Wusste ich's doch, dass man ihnen nicht trauen kann. Wer Waffen trägt wie ihr, kommt sicherlich, mich zu töten. Bei Sirik, das ist der Gott des Wahnsinns und der Lügen, glaube ich auch sogar, nicht ein Gramm Eisenerz verlässt diese Mine unbeschadet und ich soll dennoch hingerichtet werden. Dafür soll mein Kopf nicht rollen. Oh ja, Dummkopf, Tassok ist äußerst unzufrieden mit euch. Gebt euren Verrat zu, dann schenkt er euch vielleicht das Leben. Nee, wir lügen nicht. Vor allem nicht Khalid, der stottert zu sehr, als dass er lügen kann. Niemand hat uns geschickt, aber euer Kopf ist dennoch in Gefahr. Ihr steht eurem Verrat und wir werden vielleicht Gnade vor Rechter gehen lassen. Ihr seid nicht von Tatzok geschickt? Da müsst ihr sterben. Zur Hilfe, meine Ergebenen. Hilfe! Okay. Wow. Viele Kobolde. Ich bin wie befohlen. Dünner hier, geh mal da raus. Was? Okay, Dünner hier, weg, 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 weg. Immerhin auch weg. Ich ergebe mich. Wollt ihr meine Unterwerfung annehmen? Geschieht euch recht. Erzählt uns, was sich hier zugetragen hat, dann schenken wir euch vielleicht das Leben. Ich danke euch für eure Gnade. Dort in der Kiste sind all meine Briefe. Nehmt sie und lasst mich in Frieden. Ich werde euch nicht mehr in die Quere kommen. Ihr Narren, ich lasse nicht zu, dass ihr mich auch nur einer Sache beraubt. Ergebene, kommt herbei und tötet die Eindringlinge. Und da wird's jetzt ordentlich ungemütlich, wie man sehen kann. Was immer ihr braucht. So. Ja? Malahi, falsch. Doch, Malahi muss sterben. Okay, Malahi hat schon mal Panik und Malahi ist tot. So, währenddessen sterben da vorne ordentlich die Kobolde, die gerade von Minsk einer nach dem anderen niedergemäht werden. So, Dünner hier kann mal auf die Skelette werfen. Sehr gut. Ja, schön weiterkämpfen. Hast du da Platz? Ja, da hast du Platz. Da kannst du auch mal mit draufhauen. Ja. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Die Skelette scheinen noch etwas besser, stärker zu sein als die Kobolde. Aber sie fallen auch langsam. Es sind nur noch 4 Stück. Und ein paar Kobolde. Na, da war noch einer um die Ecke. So, jetzt kannst du auch mal mitmischen, denke ich mal. So, du gehst mal da raus. Okay, nur noch 2 flüchtende Kobolde. Stirb. So. Alle tot. Nichts leichter als das. Dann gehen wir plündern. Weil ein paar Scheine Gold dabei zu haben und das Gold hätte ich gerne. So. Und ich glaube, einer hatte sogar eine Schriftrolle bei sich. Ja, schon wieder sprühende Farben. Die können verkauft werden. Hier seid ihr zerfetzt worden. Und dann haben wir hier noch Malahi. Der hat Schuhe dabei, der hat einen Ring dabei.
Maler hieß heiliges Symbol. Kettenhemd. Das ist was wert, das nehmen wir mit. Langschild. Ach, und die Keule können wir auch mal mitnehmen. Kettenhemd. Kann wer gebrauchen? Du auch nicht. Du kannst das schon gar nicht erst tragen. Minsk trägt den Ankeckpanzer. Die beiden Sachen müssen identifiziert werden. Ein besseres Schild für Khalid. So. Dann kriegt er wenigstens auch den Geschossbonus. Plus 1, was gut ist. Jupp. Und die Sachen kann Düna hier leider nicht identifizieren. Also nehme ich mal da hier. Wechsle ich mal die Zauber. Jahira sollte sich mal selber heilen. Und das Symbol des Xyri, von Malachi. Malachi ist heiliges Symbol. Das Symbol ist eine Darstellung des Gottes Zürich. Jupp. Jetzt will ich erstmal mit dir hier reden. Danke, dass ihr mir die Freiheit gebt, Freunde. Denn schon viel zu lange habe ich in diesen düsteren Gewölben vor mich hin vegetiert. Na, der klingt ja schon mal sehr froh darüber. Es war nicht auszuhalten. Jeden Morgen inmitten von Schlamm und Felsen aufzuwachen, anstatt zur aufgehenden Sonne. Ich bin Zahn, ein Greycloak aus Everska, also ein Graumantel. Und mein Geschick im Zaubern ist dem eines jeden anderen überlegen. Also er ist ein Magier. Wenn ihr Feinde des Baller hier seid, schließe ich mich euch an, obgleich euer Stehen hoffnungslos ist. Ja. Wir könnten ihn aufnehmen, wir könnten ihn abweisen, aber wir können erstmal fragen, wie kommt es, dass ihr in diesem einem derart ungastlichen Ort gefangen seid? Ach, ich wurde entsandt, den sonderbaren Vorfällen dieser Gegend auf den Grund zu gehen. Und ich musste dafür wochenlang ohne Hoffnung hinter Gittern schmachten. Die Zeit schien mir endlos. Ich habe die Sonne beinahe so lange ich mehr zu Gesicht bekommen wie meine Heimat. Es ist schon schwer genug, unsere Hoffnung wachzuhalten, ohne dass ihr sie untergrabt. Mir wäre lieber, ihr würdet euch uns nicht anschließen. Ich kann eure Entscheidung verstehen, wenn die Chance denkbar schlecht steht. Ich kehre nach Eveska zurück, vor der schon schlimme Notlagebericht erstatten. Das ist jetzt nicht so toll. Weil hier gibt es noch etwas, was ihm gehört. Nämlich. Genau. Die Mondklinge. Erstmal die Zauber einsacken. So, identifizier mal bitte den Ring. Heiligkeitsring. Ehrung von Sune. Ringe dieser Art wurden treu ergebenen Priestern von Sune übergeben. Die Taten von außerordentlicher Integrität und Güte verbrachten, gewährt einen zusätzlichen Zauber aus den Zaubern der ersten bis vierten Grades. Kann nur verwendet werden von Klerikern und Druiden. Also bitte einmal anziehen und Feuchtbahnen lernen. Gut. Und dann gucken wir mal, welche von diesen Zaubern du lernen kannst. Heiltrank, jo. Und ein Kurzschwert. Und wir haben dieses Schwert hier, die Mondklinge. Diese mächtige Waffe wurde von den Schmieden des alten Mythranor erschaffen. Ich finde das nicht so gut. Ich lade nochmal neu. Ich würde ihm nämlich gern diese Mondklinge geben. Und Malachi töten ist... Denn ich verschwinde jetzt. Ist keine so... so schwere Tat jetzt, das Ganze nochmal zu machen. Ich hab genug davon. Ja, gut. Weil zum einen ist das jetzt der P-technischer Bug, den ich nicht so gerne haben wollte. Was wollt ihr? Und zum anderen wollte ich nicht auf die Erfahrungspunkte durch die Klinge verzichten. So, komm ruhig her. Was?